Ihr den Night Flight auf Fritz mit der Live-Übertragung aus dem Berliner Casino. Nochmal die Adresse für alle, die jetzt noch hingehen wollen. Mühlenstraße 26 bis 30 in Berlin, Friedrichshain. Seit 2 Stunden an den Decks, Paul van Dyk mit einem Set, denke ich, wie es nur Paul van Dyk einfach hinlegen kann. Energetisch, Wechsel zwischen ruhigen und absolut pumpenden Passagen. Großartig, und das geht noch 2 Stunden so weiter, nämlich bis um 6 in Kürze hier wieder zu hören. Unsere Reporterin Kerstin, die ja dann einen weiteren Stimmungsbericht aus dem Casino geben wird, solange noch weiterhin Musik von Paul bei Paul Plays Paul im Night Flight auf Fritz. Fritz.
Wir fritzen Night Flight mit Powerplays Paul aus dem Berliner Casino und wir schalten mal wieder rüber zu Kerstin, unserer Reporterin. Kerstin, ist denn da immer noch so brechend voll oder wird's doch langsam schon ein wenig leerer im Casino? Nee, es wird tatsächlich jetzt ein bisschen leerer. Also man sieht schon, dass so einige Menschentrauben sich langsam verabschieden und ich habe eben auch den Test gemacht, nämlich den Weg zum Klo von draußen bis nach drinnen und es ging sehr, sehr viel einfacher als noch vor einer Stunde oder vor zwei Stunden, davon wollen wir gar nicht sprechen, weil da war es wirklich relativ anstrengend, sich durchs Casino zu bewegen und jetzt gehen schon einige Leute und von daher ist es jetzt sehr viel angenehmer, wo es aber richtig voll ist. Es liegt aber daran, dass der Raum natürlich viel kleiner ist. Das ist im zweiten Stock, da legt ja heute Haito, Basti und Mike Vamp legen da auf, sozusagen die Casino-House-Crew und da oben kann man jetzt im Moment auch sich nicht so richtig vor Ort bewegen. Da werden halt so Videos gezeigt und die Leute tanzen da wie wild und da wird auch musikalisch ein bisschen härteres Programm gemacht. Also wer nochmal so richtig auf Körperkontakt gehen will, der geht am besten in den zweiten Stock. Aber wie gesagt, das Hauptprogramm läuft natürlich unten. Paul van Dyk, Paul plays Paul und ich habe zwei richtige Hardcore-Paul van Dyk-Fans abgegriffen. Hi, Olli und Kostja. Naja, Hardcore ist übertrieben, aber hallo. Aber hallo, ganz nüchtern, eben hast du was anderes erzählt. Die beiden sind nämlich dem Paul schon mal zumindest bis nach München hinterhergefahren, stimmt's? Ich habe die Frage gerade nicht verstanden, weil es hier ein bisschen laut ist irgendwie. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen hier, es knallt hier immer noch draus. Ihr seid doch mal bis nach München gefahren, um Paul van Dyk zu sehen und zu hören. Natürlich sind wir bis nach München gefahren. Zweimal sogar bis zum Kraftwerk, aber war leider eine Enttäuschung wegen der Leute, nicht wegen Paul. Aber im Casino sind die Leute dementsprechend gut. Und ihr geht also sonst auch immer, ich meine, das letzte Mal hat er ja aufgelegt, am 16.12. zu seinem Geburtstag, wart ihr da auch da? Natürlich. Und findest du es heute besser? Es ist halt Casino voll, wie immer, aber vernünftig von der Musik her. Und ich warte bis 6 ist und dann werde ich tanzen. Hast du denn bis jetzt schon mal getanzt oder warst du zu voll? Ich habe schon getanzt, aber Bier trinken ist auch okay momentan. Ja, ich habe die beiden nämlich weggegriffen, die standen am Ausgang und hatten beide Bierflaschen in der Hand. Wie sieht's bei dir aus? Ja, auch erst tanzen, wenn es ein bisschen sich gelichtet hat da drin, ist es zu voll auf jeden Fall noch. Also du hast gerade vorher noch einen Tipp mir gesagt. Was würdest du den Leuten, die grundsätzlich Paul van Dyk im Casino erleben wollen, raten? Auf jeden Fall erst später herkommen, wenn es hier ein bisschen leerer drin ist, weil sonst kann man hier nicht tanzen, wenn man tanzen möchte, weil es einfach zu voll ist. Also jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Wenn man jetzt noch ins Casino will zu Paul plays Paul, dann sollte man sich jetzt vielleicht noch auf den Weg machen. Tickets gibt es noch. Und wie gesagt, man kann sich jetzt da drin schon besser bewegen und die Luft ist auch wieder zum Atmen. Und es kommen auch immer noch Leute, aber im Moment kommen weniger als gehen. Also gehen tun jetzt eine ganze Menge. Von daher, gute Gelegenheit, ansonsten einfach Fritz hören. Ganz genau, denn wir übertragen das Ganze noch bis um 6, das heißt noch knappe 2 weitere Stunden für alle, denen der Weg ins Casino jetzt vielleicht zu weit ist, aber ihr habt es gehört, eigentlich auch eine gute Gelegenheit, jetzt dorthin zu fahren. Weiterhin Musik von Paul van Dyk bei Paul plays Paul hier auf Fritz.
Thank you.
Fritz. Music non-stop. Out.
Und